Also absolut Deutscher. Und ich bin auch absolut Deutscher. Aber ich sehe nicht so deutsch aus. Sieht aber ziemlich Profi aus. Was meinst du? Danke, Kajera, fürs Folgen. Wie alt seid ihr? Öli ist 27 und ich bin 21. Aber ich werde in einem Monat 22 Leute Schnaps zahlen. Was machst du beruflich? Ich mache eine Ausbildung zur Marketingkauffrau. Ganz kurz, was macht ihr denn eigentlich beruflich? Wie du Nägel machst. Danke, voll lieb. Danke. Welches Sternzeichen bist du? Ich bin Steinbock. Grundschullehramt. Ui. Öffentlicher Dienst. Ui. Easy ist da. Hallo Easy, was geht? Altenpflege. Ui, krass, Respekt. Wann hast du Geburtstag? Am 19. Januar. Wann habt ihr so Geburtstag? Haben auch irgendwelche Leute im Januar Geburtstag? Easy hat deine Anna-Story verpasst. Finanzamt, oh mein Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich habe am 22.02., 19.12., ey, dann hast du ja gestern gehabt, oder? Nee, vorgestern. Ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag und ich wünsche dir alles Gute nachträglich. Ich habe auch am 19.01., habe am 19. Januar, ich kenne ganz wenig Leute, die da Geburtstag haben, ne? Es haben auch keine coolen, berühmten Leute am 19. Januar Geburtstag. Aber vielleicht werde ich ja die berühmte, coole Person. Wo ist Oliver? Ja, der hat sich jetzt verpieselt. Der ist jetzt gegangen. Easy, wo bist du? Was passiert? Wieso hast du deinen Freund angekackt? Ja, Leute, passiert dem Besten. Was soll ich euch dazu sagen? Ich sag nichts dazu ohne meine Verteidigung. Wie alt ist dein Freund? 27, 19.01. Alter, hier haben ganz viele am 19. Januar Geburtstag. Ich habe gehört, wir machen alle eine fette Party zusammen, oder wie sieht's aus? Lass mal alle eine dicke Party zusammen machen. So eine fette Geburtstagsparty. Also 20.04.19.01. Hä, aber stell dir vor, das sehen deine Mitschüler nicht unangenehm. Bisschen no hate. Leute, glaubt ihr, mich interessiert das, was andere Leute über mich denken? Das ist mir wirklich komplett scheißegal. Wenn die Mitschüler irgendwas Schlechtes denken, dann denken sie das. I don't give a fuck. Mit sowas muss man leben, wenn man TikTok macht. Da kann schon mal passieren, dass über einen gesprochen wird. Und das ist auch egal, über was gesprochen wird. Das ist unangenehm. Hatte Öli schon vorher da Erfahrung damit? Ja. Kurze Version der Ankack-Story, bitte. Easy. Ja, wir hatten halt, das ist aber schon lange her, locker 2 Monate oder so. Öli wollte halt mal die Hintertür ausprobieren und dann war ich halt so, okay, aber lass mich bitte darauf vorbereiten. Dann habe ich so eine Dusche benutzt und habe mir da ganz viel Wasser vorher reingemacht hinten. Und ich wusste nicht, dass das Wasser Zeit braucht, um rauszulaufen. Und dann habe ich das halt sauber gemacht, bin dann halt zu ihm gegangen, habe halt gesagt, ja, ich bin jetzt ready. Ja, und dann hat er die Pforten geöffnet und dann kam halt die Flut, sage ich mal. Ne? Genau, und so ist es dann passiert. Ah, okay, passiert. Ja, danke, Easy. Wir verstehen uns. Du bist der F-Boy der Herzen. Wie hat er reagiert? Entspannt. Wie so Wasser rein. Na, das ist Übungssache. Echt? Ich weiß nicht, ob ich das üben will. Tat's weh? Nee, aber es war jetzt auch nicht so geil. Also es hat sich halt angefühlt wie Pupu machen rückwärts. Also wir alle wissen, weil wir Menschen sind, wie sich das anfühlt, wenn man Pupu macht. Und so hat sich das ungefähr angefühlt, nur halt rückwärts. Wieso hast du dann geweint? Ich habe nicht geweint, Leute. Das war mir einfach nur ein bisschen peinlich. Aber ich glaube, das wäre uns allen ein bisschen peinlich gewesen.
Oder habt ihr schon mal jemanden angekackt? Ich hatte einen im Club, die Arme hat ein Auto durch die Hintertür bekommen und war danach tanzen. Hä, und dann? Was dann passiert? Mit Fingersky mehr auch nicht. Echt, findest du? Ich finde auch immer, wie manchmal, wenn der Finger da kommt, bin ich auch manchmal so, Entschuldigung, weg da, raus. Vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen zu sensibel. Immer verkacke ich meinen Daumen. Mein Daumennagel sieht nie gut aus. Bist du geil, ich küsse dein Herz, du bist geil. Mein Popo bleibt jungfräulich, das habe ich auch immer gesagt. Ich war echt stolz, 21 Jahre hat es geklappt. Und dann, ja, dann war Ende im Gelände mit der Jungfräulichkeit. Wie lange brauchst du noch für deine Nägel? Ja, keine Ahnung. So lange, wie ich halt Bock habe. Ding ist. Ich hab den halt ein bisschen verkackt, den Nagel hier. Jetzt weiß ich nicht mehr so ganz, wie ich das hier retten soll. Nachdem man eine Scheißerfahrung mit ihm gemacht hat, ist alles beschissen, was damit zu tun hat. Nee, das war aber vorher auch schon so. Ich war vorher auch nicht so wild da drauf. Das Einzige, was ich ganz cool finde, ist so Buttplugs. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Mach morgen meine Nägel. Nice. Sie hat mir geschrieben, dass es sich so angefühlt hat, als müsste ich die ganze Zeit kacken. Ach, du hast es ja auch noch im Auto. Oh Gott, easy. Ich sag dazu nichts, easy. Du bist ein Scharlatan, bist du, Easy. Mein Auto war eine Zeit lang ein fahrender Puff, du bist so ekelhaft. Wie war deine Präsentation? Leute, ich habe eine 1 Plus bekommen. 1 Plus 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 mit Sternchen. Ich habe aber auch ein unglaublich lustiges Rollenspiel gemacht. Unglaublich toll bin ich. Das machst du aber sehr gut, danke schön. Aber ich habe den Daumennagel trotzdem verkackt, der wird auch nicht besser werden. Der ist halt jetzt einfach so, wie er ist. Du hast so schöne lange Finger, danke. Endlich sagt's mal jemand, ich dachte mir schon, warum sagt's denn keiner? Hey Nike, du musst mir, sonst kann ich nicht schreiben. Wie heißt du denn auf Insta? Bei 300k Likes gibt es schon eine fette Kiste. Leute, wenn Easy das sagt, dann gibt es wirklich eine fette Kiste. Ich sag's nur. Ich habe heute, glaube ich, erst 2 Geschenke bekommen tatsächlich. Richtig, richtig dreist. Ihr gönnt mir nicht mal der Butter auf der Brot. Welches Nagelset? Ich habe eins von Julie Fien.
Da habe ich gerade einen Misterzweig bekommen. Toll, danke. Danke. Öli, kommt Öli nochmal wieder? Ja, klar. Natürlich kommt Öli nochmal wieder. Ich muss den Nagel jetzt so lassen. Auch wenn ich gerade Nägel haben will, aber der ist halt nicht ganz gerade. Wie viel hast du bezahlt? Wofür? Was meinst du?